Hallo und willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask im Dämmerwald-Tempel. Und es ist vielleicht sogar schon der letzte Part im Dämmerwald-Tempel. Ich weiß es nicht, es waren dann zwar nur zwei Parts in dem ersten Dungeon, aber ja, ist halt so. So, auf jeden Fall haben wir im letzten Part die beiden Zwischenbosse besiegt, haben einmal den Feenbogen, sag ich schon, Heroenbogen bekommen und jetzt den Masterschlüssel. Damit haben wir Zutritt zum Endboss, was auch schon mal sehr toll ist. Und uns fehlen auch nur noch 7 Feen. Das heißt, die Hälfte haben wir eigentlich schon. So, jetzt gehen wir wieder. Kann eigentlich auch die Hasenohren mal aufsetzen. So. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Raum und gehen jetzt nach wieder in den Hauptraum. So. Ob man es glaubt oder nicht, der Dungeon widmet sich auch schon wieder seinem Ende. Und ja. Ja, ich weiß, von hier oben hat man einen schönen Ausblick, Taya. Man darf weder zu niedrig schießen noch zu hoch. Ah, perfekt. So. Jetzt macht die Blüte hier ein paar komische Bewegungen. Und reinigt das Wasser hier im Dungeon. Können wir, wenn ich es geschafft hätte, nun können wir auch auf diese Pflanzen drauf treten als Mensch. Vorher konnten wir das nicht, sonst hätten wir uns ausgefressen. Jetzt schon. Jetzt können wir hier auch rumschwimmen und so. Ist alles schön und toll. Und ja. Ja, hier ist noch eine verirrte Vieh. Das heißt, sonst sind jetzt sogar nur noch 6. Und jetzt gehen wir hier mal auf die Plattform und versuchen, diese Fackel dahin zu treffen. Das war nix. Oh, das war viel zu hoch. Perfekt. So. Jetzt geht hier die Tür auf. Jetzt könnten wir eigentlich auch schon weiter, aber ja, es gibt noch einige Feen zu holen und eine davon ist hier sogar in diesem Raum noch. Nämlich, dazu fliegen wir jetzt mit Deko-Link darüber und aktivieren den Schalter. Deko-Link ist ja leider zu leicht, aber der normale Link ist schwer genug, um den zu aktivieren. Dann erscheint hier ein Atoll und ja, da ist eine weitere verirrte Vieh drin. Vorher gehen wir aber noch mal kurz in den Raum. Denn hier ist ja auch eine verirrte Vieh. Dazu gehen wir mal kurz ins Wasser. Man könnte jetzt auch vom Wasser aus, also vom Ufer aus, mit dem Bogen schießen. Versuchen, die so zu holen. Und dann mit der Feenmaske halt anlocken. Aber man kann genauso gut ins Wasser, wenn man halt vorher die Fackel auf diese Riesenblüte getroffen hat. Ach, komm, jetzt stopp schon. So. Ja, Deko-Stab holen. Sehr schön. So. Und hier ist jetzt unsere Fee Nummer 11. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier drauf. Jetzt sind nur noch 4 Feen. Dann haben wir alle. Und ja, jetzt brauche ich gleich mal die Feenmaske. So. Denn, ja, eigentlich ist es so gedacht, dass man, ja, das ist der letzte Raum vom Boss. Eigentlich ist es so gedacht, dass man, einen Moment. Eigentlich ist es so gedacht, dass man... Dann drücke ich jemanden auf Start, ich frage mich echt, was sonst. Eigentlich ist es so gedacht, dass man das Feuer auf diesem Pfeiler löscht und dann sich die Fee holt. Aber man kann sich genauso gut natürlich auch den Bogen nehmen und die Blase kaputt schießen. Und dann einfach die Feenmaske aufsetzen. Und dann kommt ihr angeflogen. So. Als nächstes kann man auch mit dem Feenbogen diese ganzen Spinnen ausschalten. Konnte man ja vorher nicht so. So, zack. Und
Zack. Nicht getroffen. Wieder nicht. So, jetzt aber. Ja, hier sind immer noch Feen. Drei Stück fehlen uns nur noch. Das war dumm. Und zack. Ja, Treffer. So. Jetzt gibt's hier keine Gegner mehr. Und können in aller Ruhe hier alles einsammeln. So, die Rubine interessieren mich mal nicht. Mich interessieren jetzt nur noch die restlichen drei Feen, die hier sind. So, hier drüben ist eine. Und auf der anderen Seite sind zwei. Und dann haben wir bereits alle 15 Feen. Toll, oder? Ja. So, hier ist Nummer 13. Und da drüben sind Nummer 14 und 15. Und dann haben wir das geschafft. So. Ja, hier ist Nummer 14. Nun fehlt uns nur noch eine. Und die ist da oben. So. Ja, da oben sieht man sie bereits. Und geschafft! Im ersten Dungeon hätten wir damit alle Feen. Bringt sie rasch zu ihren Freunden, die im gleichfarbigen Glanz erstrahlen. Ja. Aber vorher machen wir natürlich noch den Boss fertig. So, dazu treffen. Schießen wir jetzt hier auf diesen Schalter. Dann erlischt hier nämlich das Feuer. Dann ganz schnell in Deko-Link verwandeln. Hier abtauchen und auf den Pfeiler schießen. Und vom Pfeiler dann auf das Dach. Oder? Nein, aufs Dach müssen wir gar nicht. Ich glaube, es reicht schon, wenn man von hier darüber geht. Ja, das könnte reichen. Könnte. Muss aber nicht. Ja, wunderbar. So, jetzt sind wir hier. Und ich rüste aus. Pfeile. Hasenohren. Und Deko-Link. Also Deko-Maske. So, bereit. Gut. Dann geht's jetzt zum Boss. So, das ist unser Bossraum. Und wo ist er? Ja, der kommt jetzt. Man hört ihn bereits. Ja, nun da ist er. Willenloser Dschungelkrieger Odolva. Das ist der unser erster Boss. So, den betäubt man am besten erstmal mit Pfeilen. Den wollten wir nicht anvisieren. Und zack! Und dann schlägt man hier drin mit seinem Schwert um sich. Und das hat keinerlei Wirkung. Was ich mache. Wow! Den habe ich ganz schön zugerichtet. Verdammt. Und er ist bereits down. Nach circa 30 Sekunden, eine Minute. Keine Ahnung, wie viel. Auf jeden Fall bin ich gerade das Kabel vom Headset geschieden und es ist vollkommen verrutscht. Aber er ist down. Und wir haben es geschafft. Wir kriegen einen Herzcontainer und eine Maske. Odolva, was für mich, das ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, der in diesem Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Ja, das erste von vier Vermächtnissen gehört nun uns. Das heißt, uns fehlen nur noch drei weitere. Und dann, wir werden sehen. Ach, wie toll, ein Grafikfehler. I love it. Ja, und wir sind im... Ja, wir sind irgendwo im Nirgendwo und... Da ist er. Das ist Odolva. Was ist das? Ja, da hinterm Wasserfall. Da steht er. Ja.
Ich weiß bis heute nicht, jammert der oder singt der? Ich weiß es nicht. Warte, hör doch, er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lernen möchte? Ja doch, er weint. Er heult. Steh nicht einfach herum, schnapp dir dein Instrument. Ja. Ob das wohl das Lied ist? Sogar Taya tanzt zu dem Lied. Ding. Ja. Und das ist das wirklich allerwichtigste Lied in der Story. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Wenn man dieses Lied nicht, ja, erlernen würde, könnte man nicht das Schlimmste verhindern. Also, man konnte nicht den Weltuntergang verhindern. Von daher ist dieses Lied sehr wichtig. So. Lauter Seifenblasen. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ja. Oh, und jetzt dreht er vollkommen durch. Ruf uns. Das hat er gesagt. Okay. Wir sollen ihn dazu rufen. Oder ihn und seine Freunde. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Das, ja, das Gift im Sumpf, das verschwindet jetzt. Und damit ist das Sumpfgebiet befreit. Toll, oder? Ja. Und hier erscheint jetzt eine Art Brücke. Und ja. Wir spawnen wieder im Dungeon. Ist auch ganz witzig. Also immer bei diesen Zeitlupenfehlern kommt immer so eine komische Diagonale in der Grafik. Diese vier, von denen Tiere gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Ja, nicht nur den. Oh, hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du so etwas schon mal gemacht? Nö, weiß der erst fünfmal. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Ich hatte auch nie was anderes vor. Hey! Was ich getan habe, ich meine, dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es dafür wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Rocket nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Klar, ich laufe jetzt gleich zu den Bergen hier. Hey, du. Es gibt viel zu erledigen. Und ja. Was ist da eigentlich? Was ist mit der Prinzessin? Ja, da ist sie. Wer bist du? Link, erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Jetzt hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Naja, nicht ganz. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte, es sogar würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Sag nicht. Bist du sicher? Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder eine seiner voreiligen Entscheidungen? Sie explodiert, sie explodiert. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Link. Hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Sorry, Leute, muss gerade einen Cut machen. So, jetzt geht's weiter.
Ich habe keine Angst vor engen Räumen. Du hast ja sicher etwas dabei, worin du mich tragen kannst. Also zögere nicht, sondern nimm das Ding zur Hand. Ach so. Stimmt ja. So. Ja, so muss ich jetzt meine Fee opfern. So. Ja, damit ich ein Gefäß für dich hab. So. Habt ihr ja leider nur eine Flasche und ich hab sie. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Zwar ist es ein wenig eng, aber du, wenn du dich beeilst, wird es hier nicht so unbequem. Ja. Oh, Selink! Zeit verlieren! Raus! Bring mich zum Palast! Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt? So. Jetzt rüsten wir die Ocarina aus und gehen mal raus aus diesem Dungeon. So, jetzt sind wir hier im Dämmerwald. Jetzt spiele ich das Lied der Schwingen, um mich zum Dämmerwald zu teleportieren, weil wir jetzt die Feen abgeben. So, Dämmerwald. Ja. So. Jetzt sind wir hier. Und ja. Wir verwandeln uns schnell wieder in ein Deku. So, gerade jetzt wieder geleckt, aber soll mich nicht interessieren. Schwimmen hier rüber und dann da hoch. Dann sind wir eigentlich auch schon da. So, nochmal das Ganze und dann sind wir auch schon da. So, rein da. Feenquelle. Ja, und jetzt geben wir unsere ganzen schönen Feen ab. Und haben dann unseren Auftrag erfüllt. 15 Stück, hier auf Bestellung. Und jetzt können sie sich vereinigen. Und daraus entsteht dann die große Fee. Krieg ich jetzt ein Geschenk? Oh, starker junger Freund, ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwerttechnik. Ja, jetzt kriegen wir eine neue Schwerttechnik. Und ja, die ist sehr toll. Und die sollte man sich auch holen, weil es ist nicht sehr schwer, die 15 Feen im Dämmerwald-Tempel zu holen. Es ist zwar jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber es hilft einem oft weiter. Du hast die Wirbeltacke erlernt. Drück und halte B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Lässt du B los, entfesselt deine Klinge einen mystischen Wirbel. Um die Attacke noch schneller auszuführen, bewege Joystick einmal im Kreis und drücke B. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Ja. So, was ist der Unterschied? Vorher war unsere Wirbelattacke ja nur so klein und blau. Jetzt können wir sie aufs Maximum aufstufen. Nämlich auf das Rotbraune. Und auch unser Schnellwirbel ist 1000-mal größer als zuvor. Gut, 1000-mal ist jetzt etwas übertrieben. Aber ist ja auch egal. So. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann bringen wir die Prinzessin zurück zu ihrem Vater und schauen mal, was passiert. Bis dann und ciao.